Mittwoch, das ist auch der erste Tag, wo Kids TV wieder mit dabei ist beim Hahnenkammrennen, und zwar beim 73. Hahnenkammrennen. Gerade jetzt um 11:07 findet das Juniors Race statt. Sensationelle Location für die besten Nachwuchsmannschaften von den verschiedensten Nationen. Der Kitzbüheler Skiclub gemeinsam mit Harti Weirater hat sich da wieder was einfallen lassen, und ich glaube, es gibt keine bessere Location als genau diese Location für das Juniors Race. Wir sind da in dem Bereich der Speakers, und wo unter anderem auch ein Teil von Ö3 positioniert ist, und ich würde sagen, schauen wir mal hinter die Kulissen, was hier heroben auf dieser Tribüne so alles abgeht. Wir sind jetzt auf der Hinterseite. Hier in dem Bereich hat sich Stefan Gieringer positioniert, Murdoch Music Entertainment, der für die gesamte Beschallung bei der Abfahrt und beim Slalom zuständig ist. Stefan, vielleicht ganz kurz ein paar technische Daten. Du fährst ja da mit relativ großen Geschützen auf. Ja, also wir haben bei der Abfahrt 40 kW aufgestellt und beim Slalom nochmal 40 mit den ganzen Delays bis zum Start auf alles beschallt. Jede Menge FOHs, das ist jetzt die Abfahrtkabine, drüben haben wir den Haupt-FOH und dann noch Slalom, Tribünen, und das wird alles zusammenkriegen mit ORF, Ö3 in Kooperation, dass wir ein super Rennen haben. Stefan, du bist ja zum Beispiel auch beim Weltcup in Sölden, beim Weltcup in St. Anton, aber ich glaube, ich gehe richtig in der Annahme, wenn ich sage, das ist alles eine Dimension größer. Ja, also das ist unser, kann man ganz offen sagen, unser größtes Rennen. Und wir sind einfach stolz, dass wir das so toll meistern. Und das sind sie jetzt auch wieder nehmen. Alles Gute auf alle Fälle. Stefan Gieringer, Music Entertainment. Eine Kabine weiter ist dann die Kabine vom DJ von Ö3, Christian Prates. Und da drin sind auch die Speaker. Da werden wir dann eh noch plaudern mit Didi Ziesel. Christian, ganz kurz zu dir. Christian Prates, denken sich jetzt einige Leute, den Namen kenne ich. Den kennt man wirklich. Sportreporter bei Ö3, aber auch Riesen-DJ. Du wirst also hier die nächsten Tage die Hütte sozusagen rocken. Genau, also wir sind heiß auf eine große Show im Schnee, und damit es hier im Zielraum so richtig bebt, dafür bin ich da und der passende Ö3-Sound. Wie ist dein Verständnis im Allgemeinen zum Skisport? Ich liebe Skisport schon als kleines Kind. Geht nichts drüber in Österreich. Muss man dabei sein? Sogar noch einen Tick höher als Fußball. Eine persönliche Frage. Jetzt werden da wieder an die 100.000 Fans erwartet. Ist da so ein erfahrener Sportreporter, DJ, noch nervös, oder geht es spurlos an dir vorüber? Nervös ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es kribbelt jedes Mal. Jedes Mal, wenn man da reinkommt nach Kitzbühel und den ersten Blick hinaufwirft auf die Streif, schaut man, wie schaut das aus? Und dann kommt sie wieder, die Gänsehaut, und jedes Jahr wieder ein neues, grandioses Erlebnis. Christian, auf alle Fälle alles Gute, toi toi, dir und dem gesamten Ö3-Team. Da ist ja dann Peter L. Eppinger dabei, Tom Walek ist dabei, Benny Hörtnagel, der schon viele Jahre hier vor Ort ist und der immer eine gute Stimmung macht, wird ebenfalls vor Ort sein. Und das ist unser Kollege, mein Kollege Didi Ziesel, der da noch eingerichtet wird von Longines, von der Zeitnehmung. Didi, ganz kurz zu dir, Vorfreude ist groß, Mittwoch, traumhaft, schöner Tag, besser geht's eigentlich nicht? Besser geht's nicht, ganz richtig, wie alle anderen freuen wir uns. Speziell, weil wir hier in privilegierter Position sind. Das mutet an wie ein Adlerhorst, der wilde Kaiser vor uns. Aber vor allem, was in diesem Fall wichtig ist, die Strecke von Hausbergkante bis zu dem Ort, wo die Sieger oder eben die Athleten abschwingen. Also genialer Platz, und alles, was wir nicht im Kopf haben, das hängt hier in der Kabine. Also wenig im Kopf und relativ viel an der Wand picken. So, die Aussage also von Didi Ziesel. Letztes Jahr war ja übrigens der Österreicher, der Mann, der eigentlich aus dem Bezirk Kitzbühel stammt, genau aus dem Pillersetal, aus Hochfilzen, in der Abfahrt der beste Österreicher, nämlich Romet Baumann an der zweiten Stelle. Und das war Grund genug für uns von KITZ-TV, uns mal auf die Suche zu machen von Romet Baumann. Und er stellt sich ganz kurz selber vor. Yeah.
Gölli hat gesagt, so blöd kannst du gar nicht da, dass du ihn aussehen willst. Romme Baumann. Hochfilzen. Wer bremst, verliert. Kitzbühler zweite Platz war ziemlich weit oben. Ist, glaube ich, Pfeifen. Also. Kennt sind es keiner, das noch kennt. Mir kannst mit Kleinigkeiten auch Freude machen, aber wenn es gut läuft, werde ich immer ein Lächeln auf die Lippen haben. Ich bin, glaube ich, ziemlich ausgeglichen und ein angenehmer Zeitgenosse. Kein Schreier oder Show-off, also ich bin eine Kamera geil. Ich mag es eigentlich beim Skifahren, wenn es eher ruhig zugeht. Also wenn ich am Start oben noch kurz Zeit habe, dass ich richtig runterfahren kann und dann kurz vorm Start nochmal aktivieren, da wäre ich nachher so richtig raus. Ja, gehört einfach zu meinem Beruf dazu, aber ich bin auch in der Freizeit gern flott unterwegs, also sei es auf dem Moped oder mit dem Auto auch hier und da mal. Lieblingsauto ist auf jeden Fall Audi RS5. Also ich weiß kein Auto oder bin noch nie mit einem Auto gefahren, das besser geht und mehr Spaß macht. Also das ist das absolute Traumauto. Klassiker, die bei mir überlaufen, sind eigentlich Geschichten von Metallica. Ich würde auch mal gerne von mir aus Auto fahren. Also mit dem Vettel oder was.